Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Dragon Quest 6 Wandler zwischen den Welten. Wir sind hier immer noch am Schicksalssturz. Oh, ich mag dieses Wort irgendwie nicht. Und hier sind wir stehen geblieben. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier drin. Achso, ja genau, da war ja was. Ich bin vergiftet. Ich bin hier noch vergiftet. Okay. Okay, wir können noch tatsächlich zweimal noch. Oh, das war gut. Das war gut. Nina. So, wir können hier nichts machen. Magie, Heilung. Erstmal Schnitz. Dann Adria. So, fünfmal kann ich noch. Aber eine mache ich noch. Und den Rest machen wir im Kampf. Mit Stab. Und natürlich nicht. Hier ist auch wieder Endstation. Wo finde ich denn jetzt die goldene Spitzhacke? Das ist echt unglaublich. Komm, Adriel. Heile. Okay, wir kriegen ein bisschen Schaden. So, ist halt die Frage jetzt, wem heilt er? Ich denke mal, Melina ist gerade am schwächsten gewesen. Okay. Hab ich irgendwas Interessantes? Rundumtritt. Machen wir den. Auch alle rein, das ist natürlich schlecht, wenn alle noch am Stehen sind. Oh, super. Sichelangriff, der erste schon mal weg. Oh, da stehen die immer noch. Okay, halt sich selber, okay, super. Na komm schon, wir schaffen es. Ah, sah ja schon mal gut aus. So, jetzt sollte Schnitz mal geheilt werden. Ach, die heilen sich auch noch einmal hoch. Das ist natürlich jetzt doof. So, jetzt geht's runter. Die Heilung von ihm hat nichts nichts gebracht. Zack, zack. Super, jetzt sieht das mal wieder angenehm aus. Was passiert denn jetzt? Rebecca erreicht die Stufe 20. Und Pampelord erreicht Stufe 14. So, ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich die Spitzhacke finde. Ich dachte jetzt hier, kriegen wir die? Nö. Wo waren wir denn noch nicht? Sind wir wieder ganz unten. Ja, hier wäre sie angebracht. Aber ist sie ja auch nicht. Okay, jetzt sind wir wieder ganz unten. Ha. Das ist natürlich jetzt hier ärgerlich. Ich versuche zu fliehen. Es klappt. Es klappt, das ist gut. Was ist damit? Aber wie komme ich denn da hin? Also nicht. Ja, ich glaube, jetzt klappt es nicht, oder? Ah, doch. Sehr schön. Das Problem ist, wie komme ich denn jetzt auch zu dieser Truhe daher? Ah. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Spring doch einfach rüber. Ich glaube, da ist bestimmt Spitzhacke drin. Die brauchen wir, um weiterzukommen. Ach! Boah, wie schön. Einfach nur runterdrücken. Nee, hier gibt es nur Goldmünzen.
Einfach nur runterdrücken. Nee, ne? Moment mal. Wenn das doch so einfach ist? Oh. So, Moment. Wo waren wir? Wo müssen wir hin? Ich klettere jetzt erstmal hier lang. Nochmal. Ah, okay. Das funktioniert also. Das muss man erst mal wissen. Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Lassen wir uns nicht fliehen. Oh, ich bin wieder vergiftet. Na super. Wisst ihr was? Ich denk mal, ich gehe mal MP-Punkte auf tanken nach dem Kampf. Wir wissen ja zumindest jetzt, wie es weitergeht. Beziehungsweise, ich habe was Neues herausgefunden, dass man da einfach runterdrücken kann. Und dann fliegt er auf die Plattform. Okay. Gut zu wissen. Ist bereits vergiftet, aha. Adriel erreicht Stufe 24. So. Dann gehen wir mal eben kurz zurück. Wo sind wir denn jetzt? In Rheintal. Was? Der Zauber wirkt nicht. Ja, dann gehen wir alleine dorthin. Viele Monster im Weg. So, da sind wir aber schon. Ist ja nicht weit entfernt. So, die Herberge war hier, ne? Genau. So. Willkommen. 90 Goldmünzen. Okay, habe ich. Ja, ich habe gut geschlafen. Bin ich vom Gift geheilt? Natürlich nicht. Aber komischerweise kriege ich in der Stadt keinen Schaden. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. So, ich möchte gerne eine Läuterung haben. So. Ja, komm. 5 Goldmünzen kriegst du. So, danke, das war's. Du hast deine Dienste getan. Genau, die Bank habe ich nämlich gesucht. Oder können wir was kaufen? Ja, wir wollten doch einen Silberpanzer, ne? Da brauchen wir 2 Stück. 12. 4000. Da kommen wir gerade mal auf 11.200. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Dann kaufe ich erstmal für den Schwächeren. Warte mal, Silberkrug, das wird auch noch was, ne? Der Bäcker. Okay. Das bin ich ja wohl, weil dann haben wir beide gleich viel, 144 und 145. So, kannst du abgeben. Ja, ausrüsten. Das war Eisenmaske. Helm. Zauberschild haben wir. Rebecca könnte auch eins vertragen. Okay. Ich bräuchte die dringend wieder Geld. Definitiv. So, Gepäck. Silbenkupas. Kann das sie nicht tragen? Genau. Dann nehmen wir ihr das. Dann haben wir schon mal das gespart.
Gewand. Gehen wir ihn. Ausrüsten. Dann keiner. Was haben wir noch? Blutstab. Mantel des Meidens. 110 zu 108. Und einen Schwächer. Okay, das heißt, das können wir schon mal verkaufen. Schimmernflügel, die brauchen wir nicht. Obwohl. Vielleicht klappt das ja eher als Teleportation. Naja, egal. So, nochmal 2000. Das ist auch schön. Sonst noch irgendwas? Verkaufbar Weihwasser, Diebeschlüssel, Goldringe, Desmodium Essenz. Ja, vernünftig sagen, den brauchen wir doch gar nicht mehr, weil wir kriegen Amos eh nicht mehr. Okay, die Goldringe. Kriegen wir uns auch nichts mehr. Kann ich da jemandem irgendwas noch geben? Warte mal, das ist Sens. Geben wir mal. Berliner. So, Weihwasser, Goldringe. Erhöht die Abwehr. Erhöht die Abwehr. Gut, das bin gerade hier nichts. Gästekopf durch und Goldring. Nichts. Und die Abwehr ist so zu gering. Das heißt. Wir können mit denen eh nichts mehr anfangen. Achso, ich brauch die noch. Warte mal, kann ich das? Ich brauch die doch nicht mehr. Oh, das muss ich ja noch mitschleppen. Gibt's keine Bank, wo ich Items lagern kann? So, einzahlen. Und zwar 3000. Sehr schön. Jetzt habe ich 7000. Kann ich mir noch den anderen Panzer kaufen? Warte nur 1300. Abheben. Das komplette Geld. Willkommen im Rüstungsladen. Kaufen wir. Hier, 3300. So. Das haben wir. Silberpanzer. Jetzt haben wir keine 1000 mehr. Gepäck. Die Silberkükers. Nichts benutzen. Nicht benutzen. Die können wir ihnen jetzt geben. Ausrüsten. So, dann nicht kaufen, sondern verkaufen. Das Reisegewand, das brauchen wir nicht mehr. So, und das war's. Und jetzt hauen wir jetzt endlich mal ab. Meine Güte. Hat auch wieder ziemlich viel Zeit gekostet. So, jetzt hoffen wir, dass wir da mal weiterkommen. Wenn die uns durchlassen. Jawohl. Jetzt schauen wir mal nochmal. Wir gehen jetzt erstmal den Weg. Jetzt wird es immer lustig in Ruhe. Danke. So, erstmal hier lang. Nein. Wir gehen noch weiter höher. Ihr Gasdrachen könnt mich auch in Ruhe lassen. So. Schau ich mal. Jetzt muss ich mich mal wieder orientieren. Oh nee, jetzt muss ich das nicht kämpfen. Lasst euch doch in Ruhe. Ihr wollt's nicht. Ja, nehmen wir rund um drittes Wasser.
Ja, so ein Intro ist besser. Dann komme ich ziemlich ins Alle. Genau so sieht's aus, Schnitz. Du machst es mir nach. Okay. Dorono erreicht die Stufe 27. Cool. So, muss ich hier runter? Jetzt kommen wir da hoch. Da oben waren wir doch, oder? Waren wir dort? Oh, jetzt wollt ihr sterben. Gut. Von mir aus. Bam. Instant down. Instant down. Ihr wollt es. So. Was ist hiermit? Achso, da geht es nicht weiter. Okay, dann gehen wir noch ein Stück höher. Dann klettern wir hier hoch. Ich kletter jetzt mal ganz nach oben. Och Mann, lass mich doch in Ruhe. Okay, Rundumtritt. Zack, zack, zack. Okay, ich würde gerade hier ich habe viel auf Fresse bekommen. Sagen wir mal so. Ich habe ziemlich viel Schaden genommen. So, genau, jetzt habe ich. Und Melina erreicht die Stufe 26. Okay. Wir sind schon Stufe 3. Oh. Stufe 4. Stufe 4. Stufe 6. Und Stufe 3 schon. Manometer geht das hier ab. Okay. Aha. Nee. Ich hab's, glaube ich, geschafft, oder? Haben wir es geschafft? Jawoll! Die goldene Spitzhacke. Endlich. So, da ist ein Zettel. An jene, die welche die goldene Spitzhacke tragen, klopft an und ihr solltet eingelassen werden. Jetzt können wir die Truhen uns holen. Jawoll. Geil. Okay. Das war jetzt nur Zufall, aber gut. Das ist so direkt in der Mitte, ist klar. Gepäck. Okay, ist also kein... Okay, ist nur ein Gegenstand. Ja, da können wir jetzt runter. Da können wir doch in den ersten Höhlen reingehen. Da drüben ist auch... Da drüben ist einer. Jetzt ist das Problem. Ich weiß nicht, wo überall das die ganzen Truhen sind. So, jetzt gehe ich mal hier. Wir gehen erstmal in der ersten hier. Da war ja, glaube ich, auch sowas vom Berg. Jetzt lässt er mich nicht durch, ne? Dann wollt ihr sterben. So. Ach nein, das war ja was ganz anderes. Okay.